Entfernen Sie das Klebeetikett entlang der Perforierung und falten Sie das Set auf. Bevor Sie mit der Katheterisierung beginnen, waschen Sie Ihre Hände gründlich. Stellen Sie sicher, dass Sie entsprechende Kleidung tragen, um bequem sitzen zu können. Säubern Sie den Bereich rund um die Harnröhre vor der Katheterisierung. Sie haben drei Möglichkeiten, den Katheter zu öffnen. Wenn Sie eine gute Handfunktion haben, reißen Sie die Folie an der Markierung A auf oder, wenn Ihre Handfunktion eingeschränkt ist, halten Sie den Katheter mit einer Hand und legen Sie den Daumen der anderen Hand in die Öse mit der Markierung A. Jetzt können Sie die Schutzfolie problemlos abreißen. Falten Sie die Folie nun wie ein Akkordeon, ohne den Katheter zu berühren. Wenn Sie die einfache No-Touch-Technik nutzen möchten, reißen Sie die Folie an den Markierungen B und C ab. So vermeiden Sie es, den Katheter zu berühren. Wenn Sie den gesamten Katheter entnehmen möchten, öffnen Sie die Folie an Markierung C. Alternativ legen Sie Ihren Daumen in die Öse an Markierung C und reißen Sie dann die Schutzfolie ab. Um mit der Katheterisierung fortzufahren, halten Sie den Penis mit einer Hand nach oben, damit sich die Harnröhre gerade streckt. Führen Sie jetzt den Katheter langsam und behutsam in die Harnröhre ein. Setzen Sie das Einführen fort, bis Urin in den Auffangbeutel fließt. Durch leichten Druck mit der Hand auf den Unterleib am Ende der Katheterisierung stellen Sie ein vollständiges Entleeren der Blase sicher. Wenn kein Urin mehr in den Auffangbeutel fließt, entfernen Sie langsam den Katheter. Der Auffangbeutel des Highlight-Sets hat ein Ventil mit Rücklaufsperre und eine deutlich sichtbare 1-Liter-Skala. Um den Beutel zu entleeren, öffnen Sie ihn an der oberen Kante entlang der gepunkteten Linie. Das Actren-Highlight-Set kann jetzt diskret entsorgt werden. Falten Sie es wieder ein und verkleben Sie es mit dem Etikett. Nach Beendigung der Prozedur immer die Hände gründlich waschen.